Es war einmal ein Bergsteiger namens Ralf. Er hatte eine Mission. Er musste einen Schatz finden in einer geheimen Höhle in den Bergen. Er hat einen blauen Schneeanzug an und er hat einen Eispickel, ein Seil und Steigeisen. Ralf macht sich auf den Weg in die Berge. Es schneit und schneit und Ralf kommt nicht weiter, aber er hat schon 200 Meter geschafft. Und es schneit noch mehr, aber Ralf will nicht aufgeben, weil er will auch eine Belohnung. Leider findet er keine Höhle. Es ist eisig und bei jedem Schritt wird es immer eisiger. Und er hat schon massighaft Gänsehaut. Ralf hängt am Seil. Unter ihm ist eine tiefe Schlucht. Ralf hat Angst, dass das Seil reißt. Auf einmal entdeckt Ralf vier Beine über sich. Jetzt zieht Ralf es. Einen Steinbock, der über ihm ein paar Gräser grast. Der Steinbock sieht wunderschön aus. Für einen Moment vergisst Ralf, sich festzuhalten. Zum Glück kann er sich in letzter Sekunde noch festhalten. So faszinierend sieht der Steinbock aus. Allein seine Hörner sehen wunderschön aus. Plötzlich entdeckt der Steinbock den Bergsteiger Ralf und erschrickt. Auf einmal stürzt der Steinbock in die metertiefe Schlucht. Mutig fängt Ralf den Steinbock auf. Auf einmal reißt das Seil. Es löst eine Lawine aus und macht... Ralf und der Steinbock fallen ängstlich in die Tiefe. Sie landen auf einem riesigen Stein. Sie halten sich immer noch vor Angst fest. Ralf und der Steinbock sind nun von meterhohem Schnee bedeckt. Endlich hat es der Steinbock mit seinen Hörnern geschafft, ein Loch zu graben. Doch nun fragten sie sich, wo sie sind. Sie hatten große Angst und ihre Beine schlotterten. Sie treffen auf eine gruselige Höhle. Ralf und der Steinbock gehen in die Höhle und suchen einen Unterschlupf. Die beiden hören komische Geräusche. Sie zittern ganz arg und haben große Angst. In der Ferne sehen sie einen Schatz. Die Schatztruhe sieht braun-silber aus. Trotz der großen Angst gehen Ralf und der Steinbock weiter auf die Schatzkiste zu. Sie hören immer wieder gruselige Geräusche. Plötzlich steht der Geist des wilden Kaisers direkt vor ihnen. Ralf schlottert die Knie. Es kommt zum Kampf zwischen Geist, Steinbock und Bergsteiger, weil der Bergsteiger den Schatz holen will. Doch der wilde Kaiser will das nicht. Der Geist schreit, lass den Schatz in Ruhe! Alle drei kämpfen wild. Ralf, der Bergsteiger und der Geist kämpfen immer noch wild. Plötzlich wird es heller in der Höhle. Irgendetwas scheint zu leuchten. Das Leuchten kommt von der geöffneten Schatztruhe. Die beiden Streithähne hören auf zu kämpfen und gehen auf die Truhe zu. Der Steinbock steht daneben und freut sich. Wow! Wie toll hat der Steinbock denn das gemacht? Fragt Ralf. Der Steinbock wackelt mit seinem Kopf. Ah, sagt Ralf. Er hat die Truhe also mit seinen Hörnern geöffnet. Die besonderen Hörner des Steinbocks waren also der Schlüssel zur Schatztruhe. In der Truhe sind Ketten, Gold und Juwelen. Ralf sagte, wir holen jetzt einen Schubkarren und schleppen den Schatz ab. Der Steinbock und Ralf freuen sich sehr über den Schatz. Aber der Kaiser ist traurig, weil er den Schatz nicht bekommen hat. Da hat Ralf eine Idee. Sie teilen den Schatz auf. Der Steinbock kriegt die Ketten, der Bergsteiger die Juwelen und der Geist kriegt das Gold.
Sie laden alles auf den Schubkarren auf. Der wilde Kaiser zeigt ihnen einen geheimen Tunnel, der zurück ins Dorf führt. Ihr müsst aber vorsichtig sein, denn am Ende des Tunnels ist eine steile Rutsche. Ralf, der Steinbock und der wilde Kaiser sind nun Freunde geworden. Sie verabschieden sich freundlich. Danach schieben sie den Schubkarren mit ihren Schätzen durch den geheimen Tunnel. Am Ende des Tunnels entdecken sie die Rutsche. Die beiden rutschen mit vollem Karacho hinunter und schanzen mit den Schubkarren. Sie können nun endlich in einer Wirtschaft etwas essen gehen, denn nach einem solchen Abenteuer haben sie jetzt großen Hunger. Tschüss! Kauf, Melvin, Simon, Ben, Colin, Vivian, Niklas, Elisa, Natoya, Luca, Jona, Franka, Sina, Sophia, Aaron, Marlon, Sven, Madeleine, Clara, Maxim.